Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonntagstee hier auf Klönschnack TV. Heute habe ich von Teekanne wieder einen Tee, das ist der Frio Kalt Aufgießen Pfirsich Maracuja. Das ist ein Eistee, kann man quasi sagen, im Beutel. Einfach nur Leitungswasser drüber und dann 5 bis 8 Minuten ziehen lassen. Fertig. So ein bisschen wie dieses Granulat-Ding, sag ich mal, dieser Granulat-Eistee. Nur noch ein bisschen krasser. Und nicht ganz so süß. Das ist das Schöne daran. Es ist halt nicht diese Süßbombe und dadurch auch nicht so, ich sag jetzt mal, ungesund, ja. Ja, heute passend dazu, ich meine, aktuell regnet es draußen, aber es ist Sommer und den Sommer nutze ich. Deshalb bin ich auch kaum im Kino. Ich bin unterwegs. Ich habe aktuell Urlaub und bin unterwegs mit Freunden, bei der Familie und. Ich bin quasi kaum zu Hause und mache viele Ausflüge und habe nicht wirklich Zeit, ins Kino zu gehen. Und aktuell, wie wir letzte Woche festgestellt haben, kommen auch gerade gar nicht so viele Sachen. Von daher geht der Sonntagstee mit diesem Video quasi so ein bisschen in die Sommerpause, wenn man das so möchte. Klönschnack TV an sich nicht. Da habe ich zwischendurch immer mal Zeit, was zu machen, aber der Sonntagstee, der ja nun auch hauptsächlich aus Videospielen, Quatsch, aus Filmen besteht, der muss aktuell ein bisschen pausieren. Es kann natürlich sein, dass wenn mal zwischendurch ein Wochenende frei ist oder irgendwann ein Tag in der Woche Zeit ist und ich gucke mir einen geilen Film an, der neu kommt. Ich denke, da wird Ende Juli nochmal was kommen, bevor ich dann wirklich für eine Woche auch in den Urlaub fahre. Da kann es sein, dass da nochmal was kommt. Vielleicht tatsächlich schon mit Ghostbusters oder ähnlichem oder Big Friendly Giant. Mal gucken. Aber es ist halt so, dass jetzt die nächsten Wochen bis, ich sag jetzt mal, Anfang, Mitte August ungefähr, so kann sich auch bis in den späteren August hinziehen, da wenig Neues kommt oder unregelmäßig. Bis es dann auf jeden Fall im September wieder losgeht, auf jeden Fall im September, spätestens damit, dass neue Filme kommen und neue regelmäßige Sonntagstees. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auch früher. Ich weiß gar nicht, hört man den Regen draußen? Es ist am Gießen, widerlich. Aber das macht nichts. Trotzdem ist es Sommer und Urlaubszeit und da gehe ich nicht so viel ins Kino. Ja, ich freue mich trotzdem darauf, was noch so kommt und welche Kinofilme demnächst starten. Ich werde auf jeden Fall auch Dinge nachholen und wenn mir Sachen fehlen, natürlich weiterhin besprechen. Und ich bin in der heißen Planungsphase quasi am Ende. Jetzt demnächst die erste Schatzkiste zu machen, die wird jetzt in der nächsten Zeit kommen und höchstwahrscheinlich auch bald eine Challenge bzw. ein Harry Potter Video. Gleichzeitig ist noch etwas in der Planung und was so ein bisschen, deswegen war ich auch gerade bei Videospiele, was so ein bisschen in den Bereich Gaming geht und Videospiele und mal schauen, was da so kommt. Ich habe da was in der Hinterhand und auch noch eine andere Person, sag ich mal, mit im Boot. Und bin sehr gespannt, was daraus wird. Möchte das aber noch nicht offiziell ankündigen, denn dafür ist die ganze Idee noch zu frisch. Bis dahin freue ich mich aber jetzt auf meinen Urlaub, sage ich mal, und darauf jetzt bald wieder richtig durchstarten zu können auf die nächsten Videos und auf eure Reaktionen gerne dazu. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was macht ihr im Sommer? Geht ihr ins Kino? Schaut ihr euch Filme an oder nicht? Findet ihr, dass im Sommer irgendwie das Sommerloch vorherrscht und kaum Filme laufen? Was trinkt ihr im Sommer für Tee? Und so weiter und so weiter. Das interessiert mich. Schreibt es hier in die Kommentare, schreibt es bei Facebook, schreibt es im Blog. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, hoffe, dass es bei euch nicht regnet und sage Ahoi.